So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Elex. Nach einer Ewigkeit geht's wieder weiter. Ich habe ein kleines Päuschen gemacht. Jetzt ist das Ziel, das Spiel so schnell wie möglich noch durchzuspielen, durchzukriegen. Ich habe es zweimal schon privat jetzt endlich nochmal durchgespielt wegen den Achievements. Die einzigen beiden Achievements, die mir noch fehlen, ist... Scheiße, was fehlt noch? Sieht man das? Nee. Anarchist, alle Outlaw-Fähigkeiten gelernt. Achso, und das dritte der Spielenden freizuschalten. Und zwar die Spielenden. Es gibt drei Enden, die hängen davon ab nach dem Kältegrad. So, und ich habe das Spiel jetzt als sehr menschlicher Mensch gespielt, als sehr durchschnittlicher Mensch. Und jetzt fehlt natürlich noch die Kälte eiskalt. Also passiert das quasi schon automatisch in dem Spiel. Und als Outlaw gibt es auch nochmal, Fähigkeiten. So, was wollte ich denn jetzt als Quest? Bleiberecht. Vertreibt diese helfende Hände. Ich sollte ihn den Outlaws ausliefern. Ja, machen wir das zuerst. Gustav der Arsch, der wird jetzt einmal eskortiert. Na, Gustav. Wegen den Outlaws vor der Stadt. Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt, auch großzügig entlohnen. Ja, du hast gar keine Splitter mehr, die haben wir dir geklaut. Ich brauche bei den Outlaws deine Hilfe. Damit habe ich schon gerechnet. Besonders stark siehst du ja nicht aus. Aber die volle Belohnung kannst du vergessen, wenn ich mitkommen soll. Alles klar? Einen Moment noch. Ich muss noch für Ersatz am Tor sorgen. Es kann schließlich nicht unbewacht bleiben. Ich bin gleich zurück. Okay, der Arsch, der kriegt jetzt aufs Maul. Alles klar. Lass uns gehen und uns diese Outlaws vornehmen. Jo. Abfallbeseitigung. Ja, fangen wir gleich mit dir an. Die Waffe will ich hier nicht sehen. Ich brauch die doch gar nicht, oder? Ich kann dich doch jetzt kurz wegklatschen. Ah nee, das zählt als Schlägerei. Oder? Ja, wahrscheinlich zählt es als Schlägerei. Nee. Okay, komm mit. Laufen wir das Wegchen einmal hin und her. Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie weit das... Wie lange das Spiel jetzt noch dauert im Let's Play. Als ich es privat durchgezockt habe, habe ich halt immer so ein bisschen mal so eine Stunde, mal weniger, mal mehr gezockt. Auch mehr auf Achievements und Komplettierung gegangen. Das werde ich jetzt nicht im Let's Play machen. Das ist eine verdammt riesige Welt. Also, wer auf Achievements gehen will, es gibt Fotos und alles Mögliche zu sammeln. Da gibt es super Guides im Internet. Kann ich nur ans Herz legen. War cool. Kann ich nur ans Herz legen, also super schnell einfach gefunden. Dauert halt eine Weile, da alles durchzugehen. Ah, okay, ihr greift meine Gefährtin an, die Arschlöcher. Bist ja doch nicht so dumm, Freundchen. Okay. Ich will gar nicht mit dir. Ich will den auslooten, geht gar nicht. Weil der schon leer ist. So, wo ist Hunter? Der ist tot. Gustav ist erledigt. Du willst eine Belohnung, richtig? Es ist nicht viel, aber in Gustavs Leiche sollte es auch noch etwas zu holen geben. Danke für deine Hilfe. Okay. Warum nicht? Ja, warum nicht? Lass mir die Leiche liegen. Alles klar, haben wir uns am Abessa-Konflikt schon mal sehr gut entschieden. Gefälschte Papiere. Heute hier sage ich das nicht. Ah ja, okay. Da können wir uns auch für die Outlaws entscheiden. Dann machen wir doch das auch gleich hinterher. Und wenn die Abessa-Sache erledigt ist, dann schließen wir uns den Outlaws an. Und dann passiert erstmal eine Weile in Abessa gar nichts. Irgendwann kriegen wir dann so eine Nachricht so, oh ja, ist jetzt was passiert, ne? Ach ja. Yeah. So, die Ausdauer. Ich muss mal kurz gucken. Was haben wir denn alles an... Zwei reine Elex. Elexit haben wir nicht so viel. Brauchen wir vielleicht mehr Kohle. Hey du, lass mich raten, ich darf nicht in das obere Viertel? Was? Nein, Blödsinn. Hier darf sich jeder frei bewegen. Ich hab nur eine Frage an dich. Ja, was denn? Du kommst doch von draußen, oder? Erzähl, wie ist die Lage außerhalb der Kuppel? Ruhig. Momentan ist es ruhig. Ich bin mir sicher, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Aber unter meiner Kuppel kann uns nichts passieren. Ohne sie wären wir schon lange überrannt worden. Kalan gab uns das Wissen und nun sieh, was wir erschaffen haben. Einen sicheren Hafen für alle Menschen.
Cool. Du bist für den Bau der Kuppel verantwortlich? Natürlich habe ich sie nicht alleine gebaut, aber ich habe die Pläne für sie entworfen. Mein Name ist übrigens Erich. Konstrukteur der Kuppel und Verwalter über die Techniker und Generatoren, die diese Stadt sichern. Illegale Idee. Kann die Kuppel die Alps aufhalten? Kann die Kuppel die Alps aufhalten? Natürlich. Was denkst du, warum wir sie gebaut haben? Solange wir den Energiefluss konstant halten können, ist es kein Problem. Leider ist das nicht ganz so einfach. Einige der Energieregulatoren hatten schon wieder Fehlfunktionen. Ich kann die Energieregulatoren für dich reparieren. Danke für das Angebot, aber das ist nicht mehr nötig. Ich habe sie bereits repariert. Sie sind nur noch nicht alle eingebaut worden. Okay, wieso habt ihr... Ja, in Ignadon, wieso steht da keine? Habt ihr nicht auch so eine Kuppel in Ignadon? Die Energie, die diese Kuppel braucht, ist immens und die Fluktuationen müssen konstant ausgeglichen werden. Die Technik ist sehr kompliziert. Es macht keinen Sinn, so einen Aufwand bei einer Stadt zu betreiben, die den Schutz nicht unbedingt nötig hat. Die Felsen rund um den Hort sind ja quasi schon sowas wie eine natürliche Kuppel. Eine zweite komplette Abschirmung ist da nicht nötig. Aber sicher ist sicher, falls... Wegen der kaputten Energieregulatoren. Ja, ich werde dir helfen. Ich werde dir mit den Energieregulatoren helfen. Wirklich? Eigentlich wollte ich es gerade selber machen. Oh ja, aber dann, ne? Es ist auch eine kleine Belohnung für dich drin. Du solltest dich unseren Aufnahmeprüfungen in Ignadon stellen. Du könntest einen guten Kleriker abgeben. Ich habe den verbliebenen Energieregulator hier bei mir. Bring ihn bitte zu Lutz und hilf ihm, den Regulator einzubauen. Du findest ihn am nördlichen Kuppelpfeiler auf der Mauer. Komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Okay. So, die kann man, glaube ich, auch noch manipulieren lassen. Wir müssen jetzt... machen wir erstmal kurz das mit der ID. So, müssen wir bei dir abgeben. Was willst du? Bist du für oder gegen die Kleriker? Gegen, die sind... Scheiße. Gegen die Kleriker. Du scheinst ein bisschen Verstand in deinem Kopf zu haben. Wenn es nach mir geht, können die sich alle wieder verpissen und zu Hause mit ihren ach so wertvollen Plasmagewehren spielen. Wir werden hier unterdrückt. Ja, ich weiß. Wir alle haben zugestimmt, dass die Kleriker hier das Ruder übernehmen. Aber dass jetzt niemand mehr in oder aus der Stadt darf, ist doch einfach nur noch Paranoia. Weil die Alps immer näher kommen. Wer's glaubt. Aber es geht um die Sicherheit. Manchmal muss man sich der Situation anpassen. Tja, als Outlaw hat man da so seine Schwierigkeiten mit. Wir leben in Unvernunft und sterben in Unvernunft. Das mag nicht klug sein, aber so ticken wir nun mal. Hier, nimm das. Wenn die Kacke zu sehr dampft, überlässt du es besser nicht deinem Gegner, dir den Rest zu geben. Oh, cool. Ich komme von... Nee, warum unternimmst warum du nichts? Warum unternimmst du nichts gegen die Kleriker? Ich wüsste nicht, was sich das angeht. Solange ich dir nicht vertrauen kann, werde ich dir gar nichts erzählen. Okay, hier ID. Ich komme von Hunter. Hunter schickt dich? Warum ist er nicht selbst hergekommen? Er hatte Angst, dass er nicht mehr aus der Stadt gelassen wird, wenn man ihn erwischt. Du meinst, er hatte Angst, dass ihm das gleiche passiert wie mir? Ich kann froh sein, dass ich noch nicht entdeckt wurde. Sonst wäre ich längst bei den Suggestoren gelandet. Hat Hunter dir etwas für mich mitgegeben? Na klar, hier, bitteschön. Hat er. Na endlich, danke. Damit kann ich diese stinkende, klerikerverseuchte Kuppel endlich verlassen. Ich dachte schon, ich komme hier nie mehr raus. Ich weiß nicht, ob Hunter dir eine Belohnung versprochen hat, aber von mir bekommst du auf jeden Fall eine Kleinigkeit. Wir arbeiten für eine gute Sache, vertrau mir. Cool. Cool. Okay, alles okay. Also später, dann hätten wir die später. Gefälschten Papiere. Techniker Lutz. Ah ja, zu dem müssen wir sowieso. Ah, Moment, wenn ich hier jetzt lang gehe, dann kommt mir doch gleich jemand entgegen. War das nicht so? Der da steht. Ja, genau. Hey du, ich hab dich gehört, wie du mit Erich gesprochen hast. Er hat dir doch einen Energieregulator für die Kuppel gegeben, oder? Ich hätte da einen Deal anzubieten. So, der ist Outlaw, das heißt, der hat nichts Gutes im Sinn. Und ich sorge dafür, dass du hier heil rauskommst, wenn alles zu scheiße wird. Alles klar. Was habe ich davon? Was habe ich davon? Forderung. Ich dir gebe. Ah, bist wohl auf deinen Vorteil aus, was? Diese Einstellung respektiere ich. Was hältst du von 100 Splittern? Haben wir Persönlichkeit 4? Ich 3. Will mindestens 200 Splitter. Darauf lasse ich mich noch ein. Hier, jetzt gib mir den Regulator. Gib mir einen Moment. Es dauert nicht lange. Mission die Hintertür. So, fertig.
Hier hast du ihn wieder. Nimm ihn und bring ihn zu Lutz, wie Erich es dir aufgetragen hat. Wenn es wirklich so weit kommt, dass der Machtkampf zwischen den Outlaws und den Klerikern eskaliert, haben wir jetzt eine Hintertür, um hier heil rauszukommen. Du wirst es nicht bereuen, mir vertraut zu haben. Gut, was passiert, wenn ich den einbauen lasse? Was passiert, wenn ich den modifizierten Regulator einbauen lasse? Erstmal gar nichts. Es soll ja niemand merken, dass ich daran herumgeschraubt habe. Alles, was ich gemacht habe, ist eine kleine, sagen wir, Notabschaltung einzubauen. Wie gesagt, falls hier alles eskaliert, die Kleriker uns nicht mehr aus der Stadt lassen oder die Outlaws durchdrehen. Nur so für den Fall der Fälle eben. Bleibt zu hoffen, dass ich diese Hintertür niemals nutzen muss. Okay, wegen Brabak, der hat er ja auch so ein bisschen Zwist gehabt. Er wird dich in Ruhe lassen. Ich hoffe, du hast ihm nicht nur ins Gewissen geredet. Etwas deutlicher musste ich schon werden. Das wollte ich hören. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Hier, das ist für dich. Wer sich für mich einsetzt, den kann ich ja nicht mit leeren Taschen ziehen lassen. Oh, auch das war schon eine Seite im Abwässerkonflikt. Nicht ganz scheiße. Ich liebe Nacy-Sprüche. Beste Begleiterin. Oh. Schön. Man kann auch in dem Spiel eine Liebschaft eingehen mit entweder Nasty oder Kaya. So, wenn man mit Kaya eine Liebschaft eingehen möchte, dann muss man natürlich ihr imponieren, beeindrucken. Und gleichzeitig muss man sich dem Berserker anschließen. Also das habe ich gemacht. Und das heißt, hier im Let's Play, wenn wir uns den Outlaws anschließen, das ist nämlich Nastys Voraussetzung. Erich schickt mich. Kalan sei Dank. Hast du den Energieregulator? Na klar, ganz unmodifiziert. Ja, das Ding sieht etwas merkwürdig aus. Hat dir Erich den Regulator genau so gegeben? Ja. Ich habe ihn nur kurz liegen lassen. Ja, ich bin ohne Umwege direkt zu dir gekommen. Okay, wenn das so ist, Erich wird sich schon etwas dabei gedacht haben. Scheiße, ihm ist danke, was aufgefallen. Dass du es mir gebracht hast. Erich wird dir bestimmt eine Kleinigkeit geben für diesen Gefallen. Ja, wir kriegen noch die Belohnung. Ich werde den Regulator sofort einbauen. Wir sehen uns. Ihr habt Probleme, Funkkontakt mit dem Hort in Ignadon herzustellen? Das ist doch... Woher weißt du davon? Das ist doch Verschlusssache. Wir sind halt clever. Einer der Outlaws hat Wind davon bekommen. Oh. Die Outlaws? Dann oh nein, hätte ich nicht sagen sollen, ne? Die Situation noch schlimmer da, als ich dachte. Denkst du, es ist nur dieser eine? Keine Ahnung. Mir hatte es jedenfalls ohne Umschweife anvertraut. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Da du eh im Bilde bist, wirst du mir dabei helfen, den Kontakt wieder aufzubauen. Ohne ihn kann es schwierig werden, rechtzeitig Mensch und Material zu ordern. Und wenn ich das richtig einschätze, wird es dringend Zeit, genau das zu tun. Vielleicht werden wir uns einig. Vielleicht werden wir uns einig. Das hoffe ich doch sehr. Denn wenn du uns nicht unterstützt, wird hier bald der Teufel los sein. Du kannst dir an 5 Fingern abzählen, dass es dann blutig wird. Aber ich habe doch nur 10. Erklär mir die Einzelheiten, dann helfe ich dir bei eurem Kommunikationsproblem. Es ist so, dass wir eigentlich schon längst eine ganze Einheit an Kampfmaschinen in Auftrag gegeben haben. Aber wie du dir denken kannst, sind sie noch nicht eingetroffen. Da ich mir keinen Reim darauf machen kann, muss irgendetwas die Produktion im Hort ins Stocken gebracht haben. Ich könnte doch aufbrechen. Ich könnte zum Hort aufbrechen und die Informationen einholen. Schnellreise. Dein Angebot in allen Ehren, aber willst du dir die Füße wundlaufen? Schnellreise. Nein, es muss eine permanente Funkverbindung aufgebaut werden. Schnellreise. Es gibt schließlich noch andere Dinge, die so geregelt werden müssen. Du musst dich also so schnell es geht darum kümmern. Und kein Wort darüber zu demjenigen, der dich auf unsere Lage hingewiesen hat. Sonst sehen wir uns womöglich mit noch größeren Herausforderungen konfrontiert. Hier hast du die Koordinaten. Folgst du ihnen, wirst du im Nordosten auf eine Relaisstation stoßen. Halt einfach nach einer großen Antenne am Horizont Ausschau. Wenn alles schlecht läuft, wirst du den Antennenmast hochklettern müssen. Dort irgendwo muss auch eine Vorrichtung sein, um die Antenne neu zu kalibrieren. Mit etwas Glück reicht das aus, um das Problem mit der Funkverbindung zu beheben. Okay, ich weiß eh nicht mehr, wer der Auftraggeber war, also da können wir eh nicht Bescheid geben. So, Kontaktaufnahme, Sicherheitsmaßnahme. Achso, Erich, genau. So. Es ist echt blöd, dass in Abessa nur ein einzelner Teleporter steht, und zwar vor der Stadt. Oh, die hätten hier ruhig einen in die Stadt später einbauen. Habe ich vielleicht Zeit. Sollen. Mann, das ist so viel Rumgerenne hier. Rein und raus und rein und hin und her und her und hin und. Oh Gott.
Erisch. Lutz hat ihn bekommen. Lutz hat den Energieregulator bekommen. Ich habe nichts anderes erwartet. Kalan, dank dir. Hier hast du eine Kleinigkeit für deine Mühen. Dankeschön. Die Kuppel ist... Achso, ja, mehr können wir da nicht sagen. Cool, okay, dann haben wir es eigentlich schon ganz gut geschafft. Die B-Serie war noch nie zuverlässig. Bleiberecht und Kontaktaufnahme fehlt noch. Dann würde ich sagen, die beiden Quests, die machen wir im nächsten Part. Und ich glaube, das war es dann auch schon mit Abessa. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.